Seid gegrüßt zu unserer Reaktion auf das neueste Statement von Sarah Wagenknecht. Wir steigen gleich mit dem ersten Thema ein, nämlich Julian Assange wurde aus dem Gefängnis entlassen. Wenn das hier auf YouTube hochgeladen wird, dann wird das tatsächlich schon einige Wochen her sein. Wir werden dann sehen, ob Julian Assange dann wirklich freigelassen worden ist. Das ist ja aktuell noch nicht vollzogen. Er muss sich ja erst vor dem US-Gericht schuldig bekennen. Er ist auch pervers. Also die USA wollen, dass Julian Assange sich schuldig bekennt und damit bauen sie ja ihren Machtanspruch gegenüber Journalisten, die einfach ihre Arbeit gemacht haben und die null Loyalitätsverpflichtung zu den USA haben, noch global aus und schaffen damit die Grundlage für weitere Verfahren gegen Journalisten aus völlig anderen Ländern. Aber andererseits kommt Julian Assange natürlich frei und das ist eine positive Nachricht. Aber es ist halt eine zweischneidige Nachricht. Darauf wird Sarah Wagenknecht gleich wahrscheinlich noch eingehen. Vorher ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe einen Kanal auf Rumble. Ich habe zwei Kanäle auf Odyssey. Abonniert mich gerne auf Rumble und auf Odyssey. Die Links zu diesen Plattformen findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Themen, wie gesagt, zuerst Julian Assange ist freigekommen und zum Zweiten, die Ukraine soll der EU beitreten. Das wird ein Milliardengrab für unsere Staatsgelder und allgemein ein riesiges Verlustgeschäft für die EU, aber auch für die ukrainische Bevölkerung. Das wird das Thema, worum es heute im größten Teil des Statements von Sarah Wagenknecht gehen wird. Vorsitzende der Gruppe BSW im Bundestag. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Und ich möchte beginnen mit der vielleicht schönsten oder auf jeden Fall schönsten Nachricht des Tages. Der Journalist und WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist nach 5 Jahren Haft in dem britischen Hochsicherheitsgefängnis und nach 7 Jahren Einsamkeit vorher in der ecuadorianischen Botschaft auf dem Weg in die Freiheit. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht. Und diese Nachricht ist das Ergebnis natürlich auch des großen Engagements von sehr, sehr vielen Menschen, die sich in den letzten Jahren immer wieder und ganz beharrlich für die Freilassung von Julian Assange eingesetzt haben. Auch das BSW hat immer wieder gefordert, auch wir als Gruppe im Bundestag, diese unrechtmäßige Haft zu beenden. Es waren auch Regierungen dieser Welt daran beteiligt, die das kritisiert haben, die auch die Freilassung gefordert haben. Allerdings muss man deutlich sagen, die Bundesregierung gehörte leider nicht dazu. Das hat sich ja doch sehr deutlich gezeigt. Also Moralweltmeister sind Ampel- und Unionspolitiker in der Regel nur dann, wenn der Zeigefinger weit weg von den USA zeigt. Dennoch bleibt natürlich ein bitterer Nachgeschmack, weil es ist ja kein Freispruch, sondern Julian Assange, der Preis für seine Freilassung ist, dass er ein Schuldeingeständnis abgeben wird, dass er auch verurteilt wird, eben für die 5 Jahre, die er abgesessen hat. Und eigentlich ist das alleine schon ein riesiger Skandal, dass jemand, der Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Öffentlichkeit erfahren hat, was beispielsweise im Irakkrieg geschehen ist, wie Soldaten dort sehr bewusst, ganz offenkundig Zivilisten attackiert haben, dass jemand dafür 5 Jahre in Haft gehalten wird und dass das im Nachgang sogar noch durch einen Schuldspruch legitimiert wird, weil insoweit ist der Tag eben doch kein guter Tag für die Pressefreiheit, weil man muss sich natürlich schon fragen, nach diesem Exempel, das statuiert wurde, auch nach dem, was mit Assange in diesen Jahren geschehen ist, welcher Journalist wird sich in Zukunft noch trauen, solche Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen, solche Dinge anzuprangern, sich anzulegen, auch mit den Vereinigten Staaten oder anderen westlichen Regierungen insoweit sehen wir das durchaus auch mit einem Wermutstropfen. Aber natürlich in erster Linie freuen wir uns sehr, dass hier immerhin die Freilassung offensichtlich erreicht wurde. Die zweite Nachricht des Tages ist weniger erfreulich für die Europäerinnen und Europäer. Ja, bevor wir zum Ukraine-Thema kommen, natürlich auch sehr wichtig, nochmal zu Julian Assange. Dieser Mann hat keine Loyalitätsverpflichtungen gegenüber den USA. Er war kein Staatsangestellter in den USA. Hatte keine US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Also er hat gar keine Pflichten, irgendwelche US-amerikanischen Gesetze zu befolgen. Aber die USA meinten trotzdem, ja, wir haben ja dieses Gesetz, was im Ersten Weltkrieg erlassen wurde, was dazu diente, Whistleblower einzuschüchtern, dem Espionage Act, nachdem man lebenslang ins Gefängnis gesperrt werden kann, Todesstrafe bekommen kann, wenn man Informationen weitergibt.
Und danach richten wir jetzt Assange. Und bei diesen ganzen widerlichen Shows, wir haben Großbritannien und Schweden mitgemacht. Also auch hier in Westeuropa ist man nicht sicher vor amerikanischer Willkürjustiz. Das kann man an der Stelle nochmal sagen. Und durch das Schuldeingeständnis institutionalisieren die USA jetzt die Anwendung solcher Gesetze gegen Leute, die den USA nichts schuldig sind, die keine Loyalitätsverpflichtung gegenüber den USA haben, sondern einfach nur Journalisten sind, die ihrem Job nachgehen und die das machen, was jeder vernünftige Journalist tun sollte. Denen droht jetzt, ja, über ein Jahrzehnt währendes Martyrium, wie es Julian Assange erlebt hat. Ja, und vor allem auch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Europa. Frau von der Leyen ist jetzt offenkundig für eine zweite Amtszeit nominiert und vorgesehen, also vorbehaltlich dessen, dass sie auch im Europäischen Parlament gewählt wird. Es ist also offenbar so, dass also intransparente Milliardendeals per SMS mit Pharmakonzernen, wie sie Frau von der Leyen praktiziert hat und wofür es ja immerhin sogar ein Ermittlungsverfahren gibt und dass das in Europa für Spitzenpositionen prädestiniert, das ist kein gutes Zeichen für Europa. Und ehrlich gesagt, ein solches Europa muss sich dann auch nicht wundern oder eine solche EU muss sich dann auch nicht wundern, dass sie das Vertrauen und auch den Rückhalt der Bürgerinnen und Bürger verliert. Frau von der Leyen ist ja auch wesentlich daran beteiligt gewesen und es ist eigentlich ihr Werk, dass heute, oder wesentlich auch ihr Werk, dass heute die Beitrittsgespräche mit der Ukraine und mit Moldawien starten. Beitrittsgespräche, von denen selbst EU-Beamte sich hinter vorgehaltener Hand, aber doch in der deutschen Presse zitieren lassen, die eigentlich überhaupt nicht starten dürften, weil alle Voraussetzungen nicht gegeben sind, die es für Beitrittsgespräche braucht. Und ich muss schon ehrlich sagen, ich finde auch, und wir als BSW, wir lehnen den Beitritt der Ukraine sehr deutlich ab, weil wir sagen, die Voraussetzungen sind nicht gegeben. Wir finden es verantwortungslos, dass die Bundesregierung hier grünes Licht gegeben hat, ihr Okay mitgegeben hat, weil es ist doch völlig klar, dass sich hier das nächste Milliardengrab auch vor allem für die deutschen Steuerzahler öffnet. Es wird ein extrem teurer Prozess und es ist vor allem auch ein Beitritt, für den elementare wirtschaftliche Voraussetzungen überhaupt nicht gegeben sind. Ich möchte nur daran erinnern, dass in der Ukraine der Mindestlohn aktuell bei 1,20 Euro liegt. Das könnte vielleicht auch ein bisschen erklären, warum das Bürgergeld so ausgesprochen attraktiv ist, wenn man die Höhe vergleicht mit einem Vollzeitjob in der Ukraine. Aber das ist natürlich nach. Naja, das Problem sind nicht die niedrigen Löhne in der Ukraine. Also ja, auch wenn es Arbeitnehmerfreizügigkeit gibt und die Arbeiter dann die Wahl haben, 1,20 Euro in der Ukraine oder 12,41 Euro in Deutschland, nehme ich doch den Mindestlohn, der mehr als 10-mal so hoch ist, nämlich den deutschen. Das ist logisch. Also das führt zu einer zusätzlichen Abwanderung aus der Ukraine, dieses niedrige Lohnniveau. Aber vor allem bräuchte es eine eigenständige ukrainische Industrie, die wettbewerbsfähig wäre und die muss erstmal aufgebaut werden. Also die ist ja durch die Wirtschaft, also erstmal durch die Schocktherapie in den 90er Jahren, dann durch die wirtschaftliche Hinwendung zum Besten ab 2014 und jetzt durch den Krieg fast vollständig zerstört worden. Also es gibt keine wettbewerbsfähige ukrainische Wirtschaft. Das heißt, die Ukraine, die würde von den wesentlich wettbewerbsfähigeren Volkswirtschaften in Europa in der EU komplett untergebuttert werden. Also die Ukraine, die würde zu einem komplett abhängigen, nur von Transfergeldern aus Brüssel lebenden Land werden. Also ist sie ja aktuell sowieso schon, aber in der EU würde das halt auf viele, viele Jahrzehnte festgeschrieben werden und es gäbe keine Chance mehr für die Ukraine, sich selbstständig zu entwickeln. Das wäre natürlich auch für die Ukraine langfristig eine Katastrophe. Die Ukraine müsste jetzt erstmal ein möglichst neutraler Staat werden, der sich wirtschaftlich, der wirtschaftlich eine eigenständige Politik macht, der Handel mit verschiedenen Weltregionen, also auch wieder mit Russland treibt und der vor allem durch eine kluge Zollpolitik, durch eine kluge Währungspolitik dass man wieder eine eigene Industrie aufbauen kann. Das müsste wirtschaftlich getan werden, bevor er der EU beitreten kann. Und politisch müsste man vor allem was gegen die Staatswillkür, die Abschaffung jeder Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine, die Abschaffung der Demokratie, die Abschaffung aller Wahlen, die Zerschlagung der Opposition und diese wirklich vollkommen ausufernde institutionalisierte Korruption vorgehen. Also das sind alles Dinge, die die Ukraine machen müsste, bevor man darüber nachdenken könnte, sie in die EU aufzunehmen. Einem Beitrittsprozess bedeutet das, dass sich also ein gemeinsamer Arbeitsmarkt
dass er Menschen einschließt, die in ihrem Land 1,20 Euro verdienen. Dass das nicht funktionieren kann, dafür muss man kein Ökonom sein, um das zu wissen. Oder man fragt sich schon, wie die Bauern in Europa, wir haben ja aktuell schon Proteste in Polen, aber es betrifft ja auch alle anderen, es betrifft auch die deutschen Landwirte, was die dazu sagen werden, wenn in Zukunft in einem gemeinsamen Binnenmarkt billige Agrarexporte aus der Ukraine zu erwarten sind. Naja, das ist der einzige Sektor, in dem die Ukraine halt konkurrenzfähig ist. Also sie wäre dann quasi darauf runtergeschrumpft, Agrargüter zu exportieren und Transfergelder aus Brüssel zu erhalten. Das wäre dann die Wirtschaft der Ukraine. Ist ja gut, dass sie wenigstens da wettbewerbsfähig ist, könnte man sagen. Darunter leiden dann natürlich Bauern aus anderen Regionen, die eben nicht diese guten Schwarzerdeböden haben, die nicht so wettbewerbsfähig sind, also auch deutsche Bauern. Aber das ist ja ein generelles Problem unseres Binnenmarktes, dass landwirtschaftliche Produkte immer da produziert werden, wo sie am effizientesten herzustellen sind. Zu Preisen, die im Grunde hier also jeden Hof ruinieren würden. Wie das funktionieren soll, das können nur Leute vorantreiben, bei denen wirklich Ideologie über jeden wirtschaftlichen Verstand gestellt wird. Man fragt. Ja, das ist wie gesagt ein generelles Problem unseres Binnenmarktes. Da gibt es auch keine Mechanismen, wie man das verhindern kann, solange man diese Grundprinzipien in der EU nicht aufweichen will oder unterschiedliche Subventionspolitiken fahren will. Damit würde das vielleicht noch gehen. Aber warum kommen unsere Erdbeeren denn aus Spanien und nicht aus Deutschland? Ganz einfach, weil sie in Spanien billiger produziert werden können. Also ist logisch. Genauso wäre dann das bei anderen Agrargütern auch in der Ukraine. Sich auch was mit unseren Standards im Blick auf Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung, Demokratie, soziale und gewerkschaftliche Rechte geschehen soll. Und da hat ja die EU eigentlich ein Regelwerk, an das sie sich halten müsste. Soll das in Zukunft auf ukrainisches Niveau abgesenkt werden? Ich möchte anführen, in der Ukraine haben Gewerkschaften faktisch keine Rechte mehr. Das ukrainische Arbeitsrecht verstößt gegen alle Standards der europäischen Sozialcharta und auch andere internationale Vereinbarungen. In dem Land grassiert Korruption. Auch der gewählte Präsident Zelensky ist damals im Wahlkampf von einem Oligarchen finanziert worden. Gewählt, das kann man jetzt streichen. Also Zelensky ist tatsächlich seit einigen Wochen ohne Wahlen weiter im Amt. Also das gewählt, das kann man jetzt streichen. Der illegitim an der Macht gebliebene Präsident, könnte man vielleicht sagen. Dessen Verbündete und Freunde danach in wichtige Staatspositionen gebracht. Aber auch insgesamt ist natürlich die Frage, wenn dann sehr, sehr viel Geld in die Ukraine fließt, Gesetz, der Krieg ist hoffentlich irgendwann beendet. In welche Kanäle fließt eigentlich dieses Geld in einem Land, wo es mit rechtsstaatlichen Standards nicht weit her ist? Aber nicht nur in Richtung Korruption stellen sich Fragen, sondern auch in Richtung Demokratie. In der Ukraine sind aktuell 11 Oppositionsparteien verboten. Wesentliche oppositionelle Medien und Fernsehsender wurden verboten, können also nicht mehr frei arbeiten. Dann fragt man sich, ob es in der Ampel vielleicht den einen oder anderen gibt, der das gar nicht so schlecht fände, wenn wir solche Standards übernehmen. Aber glücklicherweise sind wir davon ja in Deutschland und auch in den meisten anderen EU-Ländern sehr, sehr weit entfernt. Und ich hoffe, das wird auch dabei bleiben. Insoweit muss man schon sagen, ein von grassierender Korruption gezeichnetes Land mit mangelnder Rechtsstaatlichkeit, ein Land, in dem ein Mann als Nationalheld verehrt wird, dessen Milizen sich am Holocaust beteiligt haben, ob das jetzt wirklich ein Bestandteil der Europäischen Union werden kann. Also ich bin davon überzeugt, damit würde sich die Europäische Union selbst zerstören. Und insoweit kann man nur sagen, diese Beitrittsgespräche sind auf jeden Fall völlig fehl am Platz. Und vielleicht wird irgendwann in der Ukraine, Frau von der Leyen, ein Denkmal errichtet werden. Aber für die EU könnte das zum Grabstein werden. Und man hat auch ein bisschen das Gefühl, vielleicht geht es vor allem darum, den internationalen Investoren, die ja jetzt schon mit Goldgräberstimmung in der Ukraine alles aufkaufen, was irgendwie noch Wert hat und nicht nied- und nagelfest ist, große Ländereien, Bodenschätze, vielleicht sollen vor allem deren Investments gesichert werden. Und es geht gar nicht um die Bevölkerung und um den Lebensstandard in der Ukraine. Dafür spricht ja auch, dass man auf der einen Seite Beitrittsgespräche beginnt, auf der anderen Seite aber nichts dafür tut, dass dieser schreckliche Krieg irgendwann mal endet. Und auch da ist ja das Kernproblem, ja, also ohne Frieden. Ja, selbstverständlich. Also
Die realen Einkommen der ukrainischen Bevölkerung sind ja von 2014 bis 2021, also als die Ukraine sich zu einer Westbindung entschlossen hatte, gesunken. Die Ukraine hat brutale Austeritätsprogramme auf Druck des IWFs durchgeführt. Die volle unabhängige Zentralbank ist ja auch sowas, was westliche Institutionen, also EU und IWF, total super finden. So eine unabhängige Zentralbank, die hat die Zinsen in der Ukraine auf Niveaus gehoben, von denen Carry-Trader in der Wall Street und der City of London sich die Taschen voll machen, aber wo kein ukrainisches Unternehmen mehr investieren kann. Also, das sind doch die Zustände, die in der Ukraine herrschen. Also viele Rentner, die durch diesen Krieg jetzt von ukrainischer Seite auf die russische Seite übergewechselt sind, nämlich in den eroberten Gebieten in Donetsk, Luhansk, Kherson und Saporischschja, die haben deutliche Rentenerhöhungen erfahren, dadurch, dass sie jetzt russische Staatsbürger sind. Also die Rentner in der Ukraine, die gehören zu den Ärmsten in ganz Europa. Also die Zustände sind wirklich katastrophal gewesen unter dem Post-Maidan-Regime, schon vor Kriegsbeginn. Und durch den Kriegsbeginn, wie gesagt, Sozialrecht, gewerkschaftliche Organisationen, all das wurde jetzt nochmal massiv runtergefahren. Also Selenskys ganze Regierung, die besteht aus Neoliberalen, die sich jetzt ohne Krippe für linke Opposition, die ja komplett verboten wurde, jetzt komplett austoben können. Und BlackRock hat ja schon einen Vertrag mit der ukrainischen Regierung über den Wiederaufbau abgeschlossen. Also man weiß zwar nicht, wann der stattfindet, man weiß aber auf jeden Fall, dass BlackRock dran verdienen soll. Also das ist doch ziemlich klar, wessen Interessen hier in der Ukraine bedient werden sollen. Ohne einen Waffenstillstand sind natürlich auch all diese Perspektiven völlig auf Sand gebaut. Ein drittes Thema, was ich noch ansprechen möchte, ist der Bundeshaushalt. Also im Aufführen von Haushaltstheater kann sich die Ampel ja wirklich mit den größten Schaubühnen dieser Welt messen. Und wir erleben das jetzt wieder. Wir hatten das Anfang des Jahres jetzt also erneut in den entscheidenden Rollen sind die Protagonisten angekommen. Die SPD gibt den großen Verfechter des Sozialstaats, unbenommen dessen, dass immer wieder und ja auch jetzt, wie man hört, schon wieder geplant, natürlich gerade im Sozialetat und gerade bei sozialen Belangen dann auch massiv gekürzt werden soll. Die FDP gibt den großen Schuldengegner, obwohl in der FDP-Regierungszeit, also sprich in der Regierungszeit der Ampel, bisher massive Schulden aufgenommen wurden, und zwar für absolut unsinnige Ausgaben. Ich erinnere nur daran, in Deutschland sind die Energiepreise höher als in nahezu allen anderen europäischen Ländern. Trotzdem sind wir das Land mit den höchsten schuldenfinanzierten Subventionen in den letzten 2 Jahren gewesen, um die Energiepreise zu stabilisieren. Doppelwumms und alles das, was da an Steuergeld verschleudert wurde, statt eine sinnvolle Außenwirtschaftspolitik zu machen und eine sinnvolle Energiepolitik, die die Energiepreise auch ohne diese großen Verschuldungen hätte deutlich verringern können. Ja, und die Grünen geben sich wie immer als große Protagonisten im Kampf gegen den Klimawandel, obwohl sie in Wahrheit doch eher Lobbyprojekte verfechten von irgendwelchen einflussreichen Organisationen, die Herr Habeck da in seinem Ministerium versammelt hat. Also soweit sind die Rollen verteilt. Es ist inzwischen auch klar, das Theater wird noch etwas länger gehen als bis zum 3. Juli. Angeblich soll im Juli trotzdem noch der Haushalt verabschiedet werden. Ob das so kommt oder nicht, weiß man nicht. Ich glaube, die meisten Bürgerinnen und Bürger sind auch relativ müde angesichts dieses Streits, weil es ist sowieso damit zu rechnen, wenn es einen Haushalt gibt, dann wird es einen Haushalt geben auf tönernen Füßen mit Tricksereien, wo natürlich große Spielräume existieren. Niemand sagt ja, dass ein Haushalt so im nächsten Jahr auch wirklich standfest sein muss. Es gibt ja jetzt schon durchaus. Danke, KSC-Fan, dass du ein Abonnement verschenkt hast. Und auch danke an Seppi. Ich glaube, das hatte ich noch nicht gesagt, dass du vorhin so viele verschenkt hast und alle anderen, die auch schon was verschenkt haben. Hatte gesehen, da wollte ich am Talk vorhin nicht dazwischen grätschen. Auf jeden Fall nochmal zum Haushalt. Dass da so viele Tricksereien stattfinden, dass da Schattenhaushalte aufgestellt werden, dass man nicht sagen will, wie viele Schulden man macht und dass dann ja da Sachen hin und her schiebt, das ist eine Folge der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse stellt völlig unrealistische Regelungen in den Raum, nämlich dass der Staat keine zusätzliche Neuverschuldung machen dürfe. Das macht er natürlich trotzdem in einer Zeit, wo, wie gesagt, die Privathaushalte und die Unternehmen sparen. Wenn die Haushalte sparen, die Unternehmen sparen und das Ausland diese Sparsummen nicht ausgleichen kann durch zusätzliche Nachfrage, dann muss der Staat zusätzliche Schulden machen. Anders geht es nicht, wenn die Wirtschaft nicht schrumpfen soll. Völlig einfacher Zusammenhang. Unser deutscher Staat gibt dieses Geld leider
für zusätzliche Waffen aus. Da gibt es dafür aus, dass Lockheed Martin und Rheinmetall fette Profite machen können und sich ein paar Berater für auch noch was einstecken können. Da gibt es nicht dafür aus, dass endlich die deutsche Infrastruktur modernisiert wird, dass wir mehr Geld in unsere Bahn investieren, dass unser Stromnetz endlich auf den neuesten Stand gebracht wird, dass mal was in die Schulen hier investiert wird. Also dafür gibt der deutsche Staat sein Geld nicht aus, sondern es wird für Waffen und nicht mehr Waffen ausgegeben. Aber dass der Staat Geld ausgeben muss, damit die Wirtschaft nicht schrumpft, das ist schon seit längerem so. Und solche Regelungen wie die Schuldenbremse, die ignorieren einfach diese Realität. Die sind nicht nur antidemokratisch, weil sie die Freiheit des Parlaments, den Haushalt zu machen, einschränken. Diese Regelungen haben auch nichts mit der Realität zu tun, da Schulden gemacht werden müssen, wenn die Wirtschaft nicht schrumpfen soll. Einer schreibt schon im Chat, Flassbeck, ich höre dir trapsen. Ja, auf den Flassbeck müssen wir in Zukunft auch mal häufiger reagieren. Der fasst das ja wunderbar zusammen. Es gäbe theoretisch eine Alternative. Man könnte die Sparsumme der Unternehmen und der privaten Haushalte reduzieren. Aber dann müsste man die Steuern auf vor allem hohe Kapitaleinkommen, auf Vermögen und Unternehmensgewinne erhöhen. Man könnte der Staat auch ohne zusätzliche Schulden Wirtschaftspolitik machen, aber das will niemand. Also einzig realistische Option sind zusätzliche Staatsschulden. Viel höhere Steuern für Reiche wären zwar irgendwie wünschenswert, aber es wird nicht passieren. Jedenfalls nicht perspektivisch. Und nicht mit dieser Regierung erst recht. Also eine Regierung wie die Ampel, die kann sich sehr schnell darauf einigen, zusätzliche Schulden zu machen. Hat man ja bei Bundeswehr-Sondervermögen gesehen. Da war Schuldenbremse plötzlich egal. Da hat man gesagt, so, wir schreiben es jetzt in die Verfassung. CDU hat auch noch zugestimmt. Geht alles, wenn man es will. Wenn der Wille da ist, dann geht es. Aber zusätzliche Steuern für Reiche, das kannst du mit der Ampel nicht machen. Also die Steuern für die Bürger erhöhen kannst du maximal. Oder Krankenkassenbeiträge erhöhen. Steuern für die Gastronomie, Steuern für Gas und Fernwärme. Das wird erhöht. Aber die Steuern für die Reichen wird die Ampel nie und nimmer erhöhen. Es wird ja schon gemunkelt, dass dort also bestimmte Posten verschoben werden, die dann am Ende, wo man genau weiß, dass es nicht tragfähig ist, dass es nicht ausreichend ist, wo man dann eben aus anderen Kanälen, wo noch Geld liegt, auch etwas nach. Ich sah gerade einer im Chat fragt, sorry, der ist jetzt Wagenknecht hier so häufig Unterbrecher, aber im Chat hat Flassbeck schon einmal eine zutreffende Prognose abgegeben? Ja, die ganze Zeit. Er hat in den Ende der 90er geschrieben, dass dieses deutsche Lohndumping zum Untergang der Eurozone führen wird. Also bevor die Eurozone geschaffen wurde, hat er schon gesagt, was Deutschland da macht, wird in der Katastrophe enden. Deutschland wird in ein paar Jahren große Leistungsbilanzüberschüsse machen und die anderen Länder werden hinten runterfallen. Was ist passiert? Genau das, was er Ende der 90er schon prognostiziert hat. Er hat vor 2 Jahren gesagt, die Inflationsrate, oder vor mehr als 2 Jahren sogar schon, ziemlich zum Beginn dieses Preisschocks, die Inflationsrate, die wird bald wieder sinken, die Inflation wird einfach verschwinden, wir werden zwar ein erhöhtes Preisniveau, gesunkene Reallöhne, gesunkene Kaufkraft, Wirtschaftskrise werden wir alles haben, aber wir werden keine dauerhaft erhöhte Inflationsrate haben. Damit hat er recht. Also er gibt immer wieder Prognosen ab, die einfach stimmen. Nachholen kann. Also insoweit. Also er hat prognostiziert, dass die Eurozone letztlich auseinanderfliegen wird, aber da hat er die Trägheit des etablierten Parteiensystems unterschätzt. Also die Parteien, die wursteln sich durch, die Probleme sind nicht gelöst, aber die Probleme werden irgendwie verwaltet und man schüttet Geld drauf, ohne was an den Ursachen zu ändern. Also dass man das so lange durchhalten würde, das hat er unterschätzt. Das hat er tatsächlich unterschätzt. Also er dachte, wenn die Parteien so nicht verstehen, vor allem in Deutschland, wie die Probleme der Eurozone, woraus die resultieren, da muss dieses ganze Konstrukt doch irgendwann scheitern. Und ja, jetzt haben sie sich seit der Eurokrise schon 15 Jahre durchgewurschtelt. Wer sagt, dass sie sich nicht noch 15 Jahre durchwurschteln, ohne dass irgendein Problem gelöst wird? Also da erleben wir halt so ein jahrzehntelanges Siechtum. Es muss ja auch nicht in einer Katastrophe enden. Also kann einfach sein, dass wir hier dann nochmal 15 Jahre kein bedeutendes Wachstum haben, uns nochmal 15 Jahre stagniert, die soziale Schere noch weiter auseinandergeht und immer größerer Teil der Bevölkerung uns elend geht. Es gibt Länder mit deutlich größeren, mit einer deutlich größeren Ungleichheit, als wir hier in Europa haben. Also Lateinamerika und die USA lassen grüßen, das geht. Also es ist gibt keinen Mechanismus, der da zum Zusammenbruch führen müsste. Also Sichtum ist wahrscheinlich als Zusammenbruch, das muss man sagen. Da hat Heiner Flassbeck, sagen wir mal, die Fähigkeit der Politik, Probleme nicht zu lösen, aber sich irgendwie durchzuwurschteln, ein bisschen unterschätzt, das kann man sagen. Aber mit seinen wirtschaftlichen Prognosen hat er ja recht.
Soweit ich finde, dass die Ampel bis heute nicht verstanden hat, was die Botschaft der Europawahl war und dass sie tatsächlich das Gleiche weitermacht, mit Trickserei versucht, einen Haushalt hinzukriegen, der die wesentlichen Aufgaben in diesem Land nicht anpackt, der nichts daran ändern wird, an der Misere am Wohnungsmarkt, in der Bildung und vor allem auch an der wirtschaftlichen Misere. Wir sind ja nach wie vor Schlusslicht unter den Industrieländern, dass das alles nicht angepackt wird, das ist wirklich ein Armutszeugnis. Und ja, viele Menschen wünschen sich natürlich, dass dieses Elend lieber früher als später auch wirklich zu Ende geht. Aber ob die Ampel tatsächlich ihnen diesen Gefallen und uns allen diesen Gefallen tut, das muss man abwarten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich an der Macht festklammert und dafür lieber etwas trickst, die ist ja relativ groß. Wir als BSW stehen für eine solide Haushaltspolitik, dass ausgerechnet nur Bezug auf die Waffenlieferungen für die Ukraine jetzt darüber geredet wird, die Schuldenbremse aufzuheben, ist ja auch wiederum sehr bezeichnend für diese Ampel. Weil man sieht natürlich schon, also ein Haushaltsloch von 25 Milliarden, es wäre natürlich sehr einfach, dieses Loch zu schließen, wenn man eine vernünftige Politik machen würde. Also wenn man alleine sieht, die Waffenlieferungen an die Ukraine und sonstigen Zahlungen für diesen sinnlosen Krieg. Deutschland hat bereits insgesamt 53 Milliarden Euro dafür ausgegeben, wenn man die europäischen Zahlungen mit einrechnet. 53 Milliarden, das ist mehr als irgendein anderes europäisches Land. Wir sind also inzwischen die Hauptzahler geworden. Und auch in diesem Jahr ist ja ein Posten, der ständig nach oben skaliert wurde, sind die Zahlungen, sind die Waffenschecks. Also es waren ursprünglich mal 4 Milliarden geplant, das wurde verdoppelt auf 8 Milliarden. Inzwischen sind da Ja, da hat Wagenknecht absolut recht. Geld, was an die ukrainische Regierung gezahlt wird, das ist tatsächlich weg. Das versinkt in den Taschen irgendwelcher korrupten Gangster, die da mit Zelensky an die Mütze gespült wurden, beziehungsweise wahrscheinlich in den Taschen amerikanischer Rüstungskonzerne oder Söldnerkonzerne oder sonst irgendwas. Oder wird für den Schuldendienst verwendet. Also Wall Street und IWF reiben sich dann die Hände, aber der deutschen Wirtschaft, der kommt es allenfalls zugute, wenn die Ukraine jetzt nicht bei Lockheed Martin, sondern bei Rheinmetall ihre Munition kauft. Aber ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen zynisch. Ich meine, das war in den USA ja echt ein Verkaufsargument für das große Paket. Ja, der Großteil dieser Zahlungen, der an die Ukraine geht, die, mit denen kauft die Ukraine doch eh amerikanische Waffen, also dient es letztlich den USA. Also was wollt ihr eigentlich? Danke an X-Word Els für das Abonnement, was du gerade vorgenommen hast. Davon schon 7 Milliarden ausgegeben und jetzt heißt es, es muss noch mal draufgesattelt werden. Gerade hat die Ampel Munition für 8,5 Milliarden Euro bei Rheinmetall bestellt. Der größte Teil dafür wird an die Ukraine gehen. 8,5 Milliarden bei einem Haushaltsloch von 25 Milliarden. Das muss man sich mal vorstellen, während die Mittel für Autobahnsanierungen oder auch die Weiterbildung von Langzeitarbeitslosen, was ja ein sehr sinnvoller Posten ist, wenn man weiß, dass viele Bürger Geldempfänger eben keinerlei Ausbildung haben und auch immer mehr junge Menschen ohne Ausbildung ins Leben starten, da soll gekürzt werden. Was wir allerdings... Ja, so viel zu, die Bürgergeldempfänger sollen bearbeiten gehen. Ja, wir sorgen zwar nicht für genug Arbeitsstellen, wir sorgen dafür, dass unser Land deindustrialisiert wird und dass die Zahl der offenen Stellen jetzt schon seit 2 Jahren durchgängig abnimmt, also die Leute immer schlechter Arbeit finden. Und jetzt kürzen wir denen noch die Gelder für die Weiterbildung, aber die sollen bearbeiten gehen, sonst wird das Bürgergeld gekürzt. Ja, soviel zum aktuellen Diskurs an der Stelle. Da fragt gerade einer, die Ukraine ist nicht in einem Bündnis mit uns. Warum kriegen die überhaupt einen Cent? Ja, ganz einfach. Die Ukraine soll Teil des amerikanischen Großraums werden und die USA sind bereit, die Ukraine bis zum letzten Ukrainer zu verteidigen. Gibt es allerdings ein Problem, dass Ukraine, die war schon relativ teuer, amerikanische Rüstungskonzerne, die Wall Street haben auch enorm verdient, aber das ist relativ teuer und die USA wollen das nicht auf Dauer bezahlen, deswegen sollen wir blöden Europäer für die Finanzierung einspringen. Das heißt, die Ukraine hat bisher sehr viele Kredite von den USA bekommen oder vom IWF auch und von der Wall Street und diese Kredite müssen irgendwie bezahlt werden. Und jetzt muss es irgendeinen Deppen geben, der das Ganze bezahlt. Und ihr habt es schon erraten, das sind wir. Es
auch fordern, ist natürlich bei anderen Posten genauer hinzuschauen. Also neben den Waffenlieferungen gibt es enormes Sparpotenzial, wenn ich mir die Ausgaben für die unkontrollierte Migration ansehe. Im letzten Jahr 48 Milliarden für Migration. Auch das ist viel mehr als irgendein anderes europäisches Land ausgibt. Und man fragt sich natürlich schon, und auch viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich, wieso dass weiter dieser Aufwuchs weiter hingenommen wird, wieso hier nicht endlich Regelungen getroffen wurden. Die Ministerpräsidentenkonferenz war ja wieder mal ein Fehlschlag. Man hat sich zusammengesetzt und vertagt. Dass man es anders kann, hat die Corona-Zeit gezeigt. Da hat man immer wieder Gängelungen für die Bürgerinnen und Bürger beschlossen, aber da hat man sich sozusagen relativ schnell geeinigt. Bei der Migration kommt da nichts raus. Das Heizungsgesetz ist auch ein Posten, wo man sich fragt, wieso das eigentlich in diesen ganzen Debatten keine Rolle mehr spielt. Also viele denken ja, das Heizungsgesetz ist nicht mehr so relevant, weil es etwas abgeschwächt wurde. Allein im aktuellen Haushalt sind 16,7 Milliarden für dieses vollkommen sinnlose Gesetz eingeplant, von dem das ja jetzt Bürger motiviert, eben Heizungen, die durchaus funktionsfähig sind, Gasheizungen rauszureißen, Wärmepumpen einzubauen. Wenn Sie nicht gerade in Oranienburg leben, die ja schon gesagt haben, wir haben nicht die Netze für solche Wärmepumpen. Aber auch andernorts sind die Voraussetzungen nicht gegeben. Im Winter ist der Kohlestrom, das ist ein Hauptpunkt, mit dem also dann diese Wärmepumpen wohl betrieben werden sollen. Es ist völlig absurd, 16,7 Milliarden Euro. Also auch da sparen wäre kein Problem, wenn man dieses Heizungsgesetz kippen würde. Oder noch ein Beispiel, wo tatsächlich auch öffentliches Geld gespart würde. Alleine eine Anhebung des Mindestlohns auf 14 Euro würde zu Mehreinnahmen von 12 Milliarden Euro in den Sozialkassen und bei der Steuer führen. Also ein Mindestlohn von 14 Euro wäre nicht nur ein endlich Sozialkassen und Steuer. Also bei der Rechnung wären nicht mal die Bürgergeldempfänger eingerechnet, die aufstocken müssen. Also wenn das gerade so stimmt, Wagenknecht hat ja genug gesagt, nur Sozialversicherung und Steuer. Das heißt, wenn wir noch das, was Bürgergeldempfänger weniger bekommen, dadurch, dass sie dann nicht mehr aufstocken müssen, dazu rechnen, dann wäre es sogar noch mehr. Also ja, also erhöhte Mindestlohn auf 14 Euro kann man an der Stelle nur sagen. Deutschland hat einen im Verhältnis zum Gesamtlohnniveau niedrigsten Mindestlöhne in Europa. Wir verstoßen gegen die EU-Mindestlohnrichtlinie, die vorsieht, dass wir den auf 60% des Medianlohns anheben. Wir sind nur bei 50%. Also erhöht den endlich. Dringend erforderlicher Respekt gegenüber den Menschen, die in unserem Land hart arbeiten. Und es sind immerhin über 8 Millionen Menschen, die unter 14 Euro verdienen in den Löhnen. Also nicht nur das, ein Respekt gegenüber ihrer Arbeit, sondern es wären auch Mehreinnahmen, die tatsächlich die Haushaltsmisere etwas mindern könnten. Aber auf solche Ideen kommt die Ampel nicht. Letzter Punkt, den ich gerne... Schade, dass sie das so schnell abgehakt hat. Dazu muss ich noch gleich was sagen. Einer schreibt im Chat gerade, ja, wenn die Mieten nicht so hoch wären, müsste der Staat weniger Wohngeld zahlen, beziehungsweise aufs Bürgergeld weniger, also bei Bürgergeldempfängern zahlt der Staat ja auch die Miete, da weniger aufschlagen. Das heißt, da könnte man nochmal viele, viele Milliarden sparen. Ja, mit Dingen wie Mietpreisdeckel oder staatlichen Wohnungsbau oder andere Maßnahmen, die die Miete senken, zusätzliche Wohnungen mit Sozialbindung, durch all das könnte man auch das Geld, das da reinfließt, deutlich senken. Man könnte auch da deutlich Geld sparen. Das würde dann halt bei den Vermietern fehlen und beim Mindestlohn, da fehlt es dann bei den Unternehmern. Ja, also da fehlt es bei reichen Leuten, für die sowieso seit 40 Jahren in diesem Land hauptsächlich Politik gemacht wird. Aber nochmal zum Mindestlohn. Ich frage mich, warum das BSW nicht stärker popularisiert, dass SPD und Grüne einen höheren Mindestlohn verhindert haben. Zuerst in der Mindestlohnkommission, da hat die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld gegen eine Erhöhung des Mindestlohnes gestimmt. Die Gewerkschaften wollten den Mindestlohn auf 14 Euro erhöhen und die SPD hat gesagt, nee, wir wollen keinen höheren Mindestlohn. Und im Bundestag hat das BSW gesagt, wir wollen den Mindestlohn auf 14 Euro erhöhen und SPD und Grüne haben gesagt, nee, wir wollen keinen Mindestlohn von 14 Euro. Also das ist doch ziemlich eindeutig. Die Ampelregierung will keinen höheren Mindestlohn. Und dementsprechend verlogen ist es, wenn irgendwelche SPD-Politiker sich hinstellen und sagen, ja, ich bin für 14 oder 15 Euro Mindestlohn. Wenn die SPD zweimal die Möglichkeit hätte, dafür zu stimmen und das zweimal verhindert, das eine Mal gegen den ausdrücklich erklärten Willen der Gewerkschaften und gegen alle Regeln, die für die Mindestlohnkommission eigentlich gelten müssten,
Also, dann fällt einem nichts mehr an. Die SPD steht ganz klar auf Seiten der Arbeitgeber und versucht den Wählern das Gegenteil zu suggerieren. Das muss das BSW mal aufgreifen. Da muss man mal sagen, ja, die SPD hat in der Mindestlohnkommission eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro gegen den Willen der Gewerkschaften verhindert und es anschließend im Bundestag noch einmal verhindert. Da muss man vielleicht mal härter auf die SPD einschlagen und nicht die ganze Zeit sagen, auf die Idee kommen sie nicht, sondern auf die Idee kommen sie nicht, sondern einfach wirklich mal konkret sagen, ja, die SPD hat es verhindert. Das könnte man doch machen. Kann doch nicht sein, dass wir hier im Vorfeld, also jetzt keine zu harsche Kritik, ist ein super Statement von Wagenknecht an der Stelle, ist ein super Statement. Weil es kann doch nicht sein, dass ich das hier in jedem Stream dreimal erzähle fast und bei so einem Statement kriegt man das nicht mal in einen Nebensatz reingebracht. Also das weiß Wagenknecht doch. Sie hat doch mitbekommen, was an der Mindestlohnkommission gelaufen ist. Jedenfalls hoffe ich das. Wenn nicht, hoffe ich, dass das mal irgendwer der BSW-Spitze erzählt, was da passiert ist. Und die Bundestagsabstimmung, wo das BSW den Antrag gestellt hat, das hat sie ja auch mitbekommen. Das hat sie ja vorher sogar in einem ihrer Statements angekündigt. Dass man das jetzt nicht ausschlachtet. Also warum nicht? Also warum sagt man das nicht nochmal deutlich? Ja, die FDP war natürlich dagegen. Ja, von der FDP erwartet auch kein Wähler, dass die für höhere Löhne wären. Also die FDP, die ist neoliberal, die sind offen neoliberal. Die SPD tut aber so, als würde sie sich für die Interessen der Arbeiter einsetzen. Ihr habt ja gehört, 8 Millionen Menschen könnten davon profitieren. Direkt profitieren. Alle Löhne, die leicht über Mindestlohn liegen, die würden natürlich auch gut angehoben werden. Also wer 15 Euro verdient aktuell, der würde bei einem Mindestlohn von 14 Euro sicherlich auch eine dicke Lohnerhöhung bekommen, weil der Lohnabstand ja gewahrt werden muss. Also je höher der Lohn, desto kleiner der Effekt. Also das ist ja der Sinn des Mindestlohnes. Der Mindestlohn löst natürlich nicht alle Probleme, aber er staucht die Lohnhierarchie. Er sorgt dafür, dass die hohen Löhne nicht mehr so weit entfernt von den niedrigsten Löhnen sind. Das ist der Sinn des Mindestlohnes. Und das sollten wir vielleicht mal hochhalten. Ich gerne noch erwähnen würde, ich habe ja schon gesagt, die Ministerpräsidentenkonferenz, die jetzt also ständig nur Handlungsunfähigkeit demonstriert, wenn es um die Frage der Migration geht. In der Corona-Zeit hat man dort brachiale Lockdowns, Schulschließungen und vieles andere beschlossen und dass uns aus dieser Zeit, dass diese Zeit nicht abgehakt ist, sondern dass das Thema der Corona-Aufarbeitung aktuell ist, das kommt ja immer mal wieder an vielen Themen hoch, also nicht nur, dass auch unser sinkender Bildungsstandard natürlich nicht zuletzt mit den Schulschließungen zu tun hat, sondern jetzt aktuell ist ja auch noch mal aufgeploppt, dass wahrscheinlich Nachforderungen in hoher Milliardenzahl auf den Steuerzahler zukommen wegen der dubiosen Maskendeals von Herrn Spahn. Auch das zeigt alles, wie dringend notwendig es ist, diese Corona-Zeit, wo es wahrscheinlich mehr gravierendere Fehlentscheidungen gab als jemals in der bundesdeutschen Geschichte, wo Grundrechte in einer Weise aufgehoben wurden, wo viele Menschen auch nach wie vor massiv darunter leiden, diese Zeit endlich aufzuarbeiten. Nun kam Herr Scholz ja im Sommerinterview mit der Idee um die Ecke, das könnte man in Bürgerräten tun. Nun sind Bürgerräte sicherlich per se für viele Themen gar kein so schlechtes Instrument, aber ehrlich gesagt, das, was da geplant wird, also mal eben, wir setzen uns zusammen mit ein paar Bürgern und reden drüber, sich da aus der Verantwortung zu mogeln, das lehnen wir ab. Wir sagen nach wie vor, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss, wo auch die Verantwortlichen geladen werden, also all diejenigen, die damals Verantwortung getragen haben für die Entscheidungen, sowohl für die Lockdowns als auch für den massiven Impfdruck. Die Dokumentation mit Joshua Kimmich hat ja jetzt noch mal gezeigt, was das bei Einzelnen auch ganz persönlich bedeutet hat. Dieser wahnsinnige Druck, sich impfen zu müssen, obwohl man sich Sorgen gemacht hat und zwar, wie man im Nachhinein weiß, berechtigte, was Nebenwirkungen angeht. Also auch das gehört vor einen Untersuchungsausschuss. Und übrigens auch Herr Scholz. Ja, da kann das BSW den Worten in den Bundesländern, wo es stark im Parlament vertreten sein wird, Taten folgen lassen. Also da kann es ja Anträge auf Untersuchungsausschüsse einbringen und es bräuchte nur ein Viertel der Abgeordneten, um das durchzukriegen. Ich glaube, die AfD, die wäre bei sowas bestimmt auch dabei. Das heißt, man kann in einzelnen Bundesländern dann bestimmt die Corona-Politik untersuchen lassen. Beziehungsweise auf Bundesebene dann ab 2025, nach der nächsten Bundestagswahl. Also da könnten BSW und AfD mit einiger Wahrscheinlichkeit, wenn sie beide ihr Europawahlergebnis etwas steigern oder ungefähr halten, und die werden das wahrscheinlich beide steigern können, dann werden BSW und AfD die Möglichkeit haben, dort Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen.
hat ja wieder mal geglänzt durch ein beschädigtes Gedächtnis. Also er hat ja im Sommerinterview gesagt, er hätte ja damals zum Beispiel schon die Ausgangssperren kritisiert. Ich habe nochmal nachgeschaut, ich kann mich gut erinnern und das war auch so. Er hat damals massiv für diese Ausgangssperren geworben und vor einem Millionenpublikum begründet, warum sie also unerlässlich seien. Also insoweit muss man sagen, ähnlich wie bei Cum-Ex-Sachen und anderem, also entweder der Kanzler lügt oder sein Gedächtnis ist wirklich so schlecht, dass man sich gravierende Sorgen um seine Amtsfähigkeit machen muss. Also Corona-Aufarbeitung bleibt ein Thema und wir als BSW-Gruppe im Bundestag werden hier auch weiterhin dranbleiben. Herr Buchsteiner, ne? Sie hatten sich als erstes. Im Saarland, dort wo Sie wohnen, ist der Landesvorsitzende Ihrer Partei zurückgetreten und aus Enttäuschung auch darüber, dass Sie nicht klar Stellung genommen haben zum Thema Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene. Mich würde interessieren, jetzt im Nachgang, sagen Sie, da haben Sie was falsch gemacht, das hätten Sie anders machen müssen und ja, wie stehen Sie eigentlich zu dieser Frage Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene mit der AfD? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass es da Spannungen gegeben hat im Landesvorstand und das bedauern wir auch. Auch, dass es diesen Rücktritt gab, bedauern wir. Die Begründung ist für mich nicht nachvollziehbar, weil nach der etwas missverständlichen Äußerung von Astrid Schramm zu dieser Frage hat sie sich ja sofort korrigiert. Und selbstverständlich wird es keine aktive Zusammenarbeit mit der AfD geben, auf keiner Ebene. Was wir allerdings schon sehr deutlich gesagt haben, dass... Ja, man stimmt vernünftigen Anträgen der AfD zu. Das sollte man, also würde ich mich nicht so an einzelnen Wörtern aufhängen, das ist doch völlig absurd. Also, dass man sich da so von den Medien, ja, irgendein Wording aufdrängen lässt. Also, man könnte einfach dieses Wort Zusammenarbeit vollkommen ignorieren und sagen, ja, wir stimmen vernünftigen Anträgen der AfD zu und Punkt. Wir bilden vielleicht keine gemeinsame Fraktion mit der AfD. Kann man vielleicht noch als Linie ausgeben. Und wir stellen keine gemeinsamen Anträge mit der AfD, sondern dann stellt halt einer von uns beiden den Antrag und der andere stimmt dann nur zu. Damit das, also warum man das jetzt so strikt machen soll auf kommunaler Ebene, verstehe ich auch nicht, aber wenn man das für sinnvoll hält, dann soll man das halt so machen. Aber dieses Wort Zusammenarbeit, da sollte man sich gar nicht dran aufhängen. Und wenn da irgendwer meint, austreten zu müssen, weil er dieses Wort Zusammenarbeit gehört hat, und die AfD ist ja böse und da muss man sofort austreten, wenn das irgendwer mal sagt, ja, dann ist das offensichtlich eine Witzfigur, die im BSW falsch aufgehoben ist und dann ist es gut, dass er weg ist. Gilt für alle Ebenen. Also, mir ist klar, dass Sarah Wagenknecht das hier nicht so deutlich formulieren kann. Aber das Wort Zusammenarbeit kann man einfach ignorieren und sagen, ja, wir stimmen Anträgen der AfD zu, die gut sind und wir machen keine, also wir machen da keine Koalition mit ihr und wir stellen auch keine gemeinsamen Anträge. Das könnte man als Linie jetzt sagen. Da würde ich mich gar nicht an solchen Wörtern aufhängen. Und das gilt ja auch für den Bundestag. Wir werden den Unsinn nicht mehr mitmachen, bei jedem Antrag, nur weil die AfD draufsteht, dagegen zu stimmen und damit der AfD Vorlagen zu liefern, die sie dann für ihre Social-Media-Kampagne nutzen kann, um alle anderen Parteien vorzuführen. Also wenn die AfD beantragen würde, der Himmel ist blau, würden alle im Bundestag vertretenen Parteien bisher immer dagegen stimmen. Und natürlich kann dann die AfD ihren Anhängern deutlich machen, sie sind doch die Einzigen, die aussprechen, was ist, nämlich dass der Himmel blau ist. Und deswegen werden wir bei dem nächsten Antrag, wenn die AfD beantragt, ob das in einem Kommunalparlament ist oder wo auch immer, der Himmel ist blau, werden wir nicht reflexartig sagen, nein, also wir sind doch überzeugt, er sei grün. Also diese Art der Differenzierung und auch, weil wir sehen, dass dieses Verhalten der AfD gegenüber sie immer stärker gemacht wird. Das werden wir so nicht mehr praktizieren. Aber Koalitionen oder eine Form direkter Zusammenarbeit wird es nicht geben. Und das ist auch sehr klargestellt worden im Saarland. Ähnlich wie mit den Grünen übrigens. Also das BSW hat schon von vornherein gesagt, mit den Grünen und mit der AfD koalieren wir nicht, weil die inhaltlichen Unterschiede zu groß sind. Das Gleiche gilt meiner Ansicht nach auch für die FDP, gilt auch für die CDU. Und gilt auch für die meisten Landesverbände der SPD. Also ich kenne jetzt nicht jeden Landesverband gut genug, um das so komplett pauschal zu sagen, aber
Ja, da springen ja mittlerweile auch völlig verrückte Neoliberale und Transatlantiker rum. Also das sind ja, da ist ja nirgendwo mehr ein Landesverband, der die alte sozialdemokratische Linie vertreten würde. Und das gilt halt pauschal für, wie gesagt, ich würde auch sagen für die FDP, das gilt pauschal auch für Grüne und AfD vor allem. Würde sagen, das gilt eigentlich, also ist halt so, also weil gerade einige im Chat sagen, hat was Kindisches, nee, also die inhaltlichen Unterschiede sind zu groß. Und wenn der eine sagt, wir sind für eine Reform der Schuldenbremse und dann jemand wie die FDP sagt, wir sind fanatisch für die Schuldenbremse, es sei denn, es geht um Aufrüstung, dann sind wir dagegen, aber bei allen anderen Sachen, da muss ich fanatisch an die Schuldenbremse gehalten werden, ganz egal, ob unser Land deindustrialisiert, ganz egal, ob die Nachfrage einbricht, ganz egal, ob wir durch zusätzliche Steuern die Bauern, die Mittelschicht, die Gastronomen, jeden, der heizen muss, also mehr belasten wollen. Also wir machen so eine völlig absurde Wirtschaftspolitik, da kann man mit so einer Partei nicht zusammenarbeiten. Sorry, aber das Gleiche gilt für die Grünen. Ja, da hat Wagenknecht, also es ist schon richtig so zu sagen, ja, da wird es keine Koalition geben, aber das Gleiche gilt für die anderen Altparteien. Also das BSW wird wahrscheinlich fast überall in der Opposition bleiben. Das, so ehrlich sollte man sein. Die meisten Altparteien werden nicht bereit sein, ihre Politik grundlegend zu ändern. Aber an der Stelle muss ich noch mal kurz was sagen. Das war jetzt das Ende unserer Reaktion auf das diesjährige, auf das dieswöchige Statement. War interessant. Die Statements werden gut geklickt. Also schaut euch mal den Kanal von Sarah Wagenknecht an. Jetzt 200.000, 300.000, wieder fast 300.000, fast 500.000 Aufrufe. Also die Statements, die werden immer besser geklickt. Also das Format, das scheint sich eingespielt zu haben. Hier, das hier auch rund 400.000, beziehungsweise 350.000. Also das scheint sich eingespielt zu haben, das Format. Das ist sehr gut. Der Himmel ist rot. Ja, auf dem Mars ist der Himmel rot, weil es gerade einer im Chef schreibt. Zum Abschluss nochmal der Hinweis in eigener Sache. Wie immer, folgt mir auf Odyssee, folgt mir auf Rumble. Links zu Odyssee und Rumble findet ihr in der Kanalbeschreibung sowie in der Videobeschreibung. Ihr schafft das da von selbst hinzufinden. Hier ist nochmal ein Kanal auf Rumble eingeblendet. Ihr schafft das. Klickt einfach die Links in der Kanal- oder Videobeschreibung an. Wenn ihr meine Videos auch etwas früher sehen wollt, als sie auf YouTube erscheinen, ich lade sie immer zuerst auf Odyssee und Rumble hoch. Und auf YouTube kommen sie dann erst einige Tage bis Wochen später online. Das heißt, wenn ihr dieses Video hier seht, hättet ihr es schon einige Wochen früher auf Rumble oder Odyssey sehen können.